Der Rheine-Podcast für Wissbegierige, Heimatliebhaber und dich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Heute geht es weiter mit der 15. Folge unseres Rheine-Podcasts für Wissbegierige, Heimatliebhaber und dich. Heute ist bei uns Daniel Bischoff aus dem Hause Bärbel Abluftechnik. Ein Unternehmen, welches wir euch gemeinsam heute mit allen Facetten einmal vorstellen wollen. Was mich total begeistert, Daniel, die verschiedensten Produkte der Bärbel Abluftechnik werden nur in Rheine produziert. Alles richtig made in Rheine. Daniel, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist und uns in deine Welt bei Bärbel einmal mitnimmst. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Bettina, vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Bettina Thelen von der EWG Rheine und ich darf euch heute wieder durch diesen Podcast begleiten. Lieber Daniel, wir steigen in unserem Podcast immer ein mit dem Fragenhagel. Zum einen wollen wir natürlich dich etwas näher kennenlernen und ganz ehrlich, man kommt auch so leichter ins Gespräch. Also legen wir mal los. Was ist Rheine für dich? Rheine ist für mich die Heimat und Arbeitsstätte zugleich. Und was ich sehr an Rheine schätze, ist, dass sich Rheine in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt, wie man jetzt am Marktplatz oben sieht, oder auch endlich die Ems fokussiert, dass jetzt auch langsam Gastronomie an der Ems entlang entsteht. Das finde ich bei Städten, die am Fluss liegen, immer was ganz Besonderes. Und ja, das ist in Rheine jetzt zukünftig auch immer mehr, dass man auch schön an der Ems verweilen kann. Ja, das ist das, woran wir schon seit langem arbeiten und was wir jetzt so langsam verwirklichen können. Sag mal, wie lange bist du schon bei Bärbel? Ich bin im Januar 2014 bei Bärbel gestartet und darf jetzt seit 2015 den Gesamtbereich der Akademie verantworten. Sprechen wir gleich nochmal ein bisschen drüber. Gerne. Sag mal, was machst du in deiner Mittagspause, wenn du im Gewerbegebiet bist? Wenn ich im Gewerbegebiet bin, dann einen netten Spaziergang zum Bäcker und im Bärbel-Innenhof in der Sommerzeit dann die Sonne genießen. Oft ist es aber so, dass man tatsächlich eben in die Stadt reinfährt oder zum allbekannten Pickup. Ja. Das ist ja der Mittagstreff quasi naheliegend zum Industriegebiet. Das ist so das, was man in der Mittagspause dann macht. Was ist dein Freizeittipp in Rheine? Mein Freizeittipp in Rheine, neben dem bekannten Tipp, ist natürlich ein Besuch im Rheiner Zoo, einen Spaziergang an der Ems oder den Abend ausklingen lassen in der Altstadt. Aber mein absoluter Favorit ist das Hypothalamus. Ja, total cooles Ding, da läuft viel und jetzt läuft doch endlich wieder was. Sag mal, bist du der Paella-, Risotto- oder Pommes-Typ? Genau in der Reihenfolge. definitiv Pommes, ja. Aber nicht ohne Currywurst. Okay, nicht ohne Currywurst. Verstanden, aber mit Mayo. Mit Mayo und gerne frischen Zwiebeln. Also quasi einmal komplett durch, Matterplatte. Genau. Sag mal, ich bin ein bisschen neugierig. Hast du privat auch eine Bärbel-Abzugshaube? Ich bin auch privat ein sehr premium- und qualitätsbewusster Mensch. Und da fiel es mir am Start bei Bärbel relativ leicht, in den ersten Monaten auch schon meinen privaten Dunstabzug tatsächlich zu tauschen. Ja, so muss das sein. Sag mal, die letzte coole Aktion bei Bärbel, was war das? Die letzte coole Aktion jetzt vor wenigen Wochen war die Messe wieder. Messe Area 30, Messe-Feeling wieder spüren, direkte Resonanz auf neue Produkte vom Fachhandel. Und die letzte Area war ein Riesenerfolg, auch dank unserer neuen Downline Infinity. Ein ganz neuer, individuell bedienbarer Muldenlüfter, bei dem wir wirklich ein Zeichen wieder gesetzt haben und Bedienbarkeit eines Muldenlüfters, eines Kochfeldes auf den Punkt gebracht haben und es einfach geschafft haben, dass es intuitiv steuerbar ist. Ja, lass uns mal gleich drüber sprechen. Du kommst mit deinen ganzen Begriffen da immer. Ich muss mal ein bisschen gleich einsteigen in deine Welt. Sag mal, worauf bist du stolz? Also besonders stolz bin ich darauf, die Entwicklung des Unternehmens zum einen zu sehen, aber vor allen Dingen auch mitwirken zu können. Und das ist was sehr Schönes bei Bärbel, dass man bei Bärbel wirklich mitwirken kann auf jeder Ebene, wo man im Unternehmen arbeitet. Und worauf freust du dich? Also besonders freue ich mich, bin ich ganz ehrlich, auf unsere Jubiläumsfeier im nächsten Jahr. Durch Corona ist ja alles ein bisschen distanzierter geworden. Keine Weihnachtsfeiern mehr, kein Sommerfest und vieles mehr. Und da einfach nächstes Jahr 20 Jahre Bärbel, wäre ja eigentlich in diesem Jahr schon gewesen. Aber wir haben gesagt, wenn Jubiläum, dann feiern wir es auch richtig und gebührend. Und da freue ich mich besonders drauf, mit allen zusammen mal wieder, mit allen Kollegen und Kolleginnen dann das Jubiläum feiern zu dürfen. Daniel, danke für den etwas privateren Einblick. Steigen wir jetzt mal ein, ich nenne es mal, in die Welt der sauberen Luft. Gerne möchte ich mit dir über drei Themenblöcke sprechen. Das ist einmal das Unternehmen Bärbel, aber auch über die Infinity oder wie heißt die Haube? Down on Infinity. Ja, über die verschiedensten Hauben und deren Technik. Aber ich möchte auch mit dir über das Bekenntnis zu Rheine oder zu den Standort Rheine auch sprechen. Also das wären die drei großen Themenblöcke. Beginnen wir mit dem Unternehmen Bärbel.
Was hat dich denn bewogen, dann tatsächlich auch bei Bärbel einzusteigen oder deinen Job anzutreten? Also das eine ist natürlich, wie eben schon erwähnt, mein persönlicher Premium-Anspruch. Und da passt Bärbel als Premium-Hersteller natürlich super rein. Das Potenzial des Unternehmens, wenn wir uns das Wachstum in den letzten Jahren anschauen, das ist natürlich mehr als begeisternd. Und vor allen Dingen die Bärbel-Kultur, die Du-Kultur im Unternehmen, die flache Hierarchie und ich nenne es mal die gesunde Prise an Wahnsinn, wenn man das so sagen kann und das schöne Betriebsklima einfach. Du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, ihr habt dieses Jahr Jubiläum, ihr wollt es nächstes Jahr ein bisschen größer feiern. Ihr seid seit 2001 am Start, seit 2004 auch in Rheine. Also auch von mir meinen ganz, ganz, ganz großen Glückwunsch. Ist ja schon was Tolles, 20 Jahre auch am Markt zu sein. Ich habe natürlich nochmal die Frage, wie waren so die Anfänge des Unternehmens? Wie seid ihr eigentlich losgelaufen? Wie ist die Idee entstanden? Wer waren so die ersten Menschen des Unternehmens Bärbel? Also die beiden Gründer des Unternehmens waren in der Entwicklung von Gastrodunstabzügen tätig und haben sich irgendwann überlegt, wir möchten uns umorientieren. Und dann überlegt, aber womit? Und sind dann auch zum Entschluss gekommen, Gutes besser machen. Die Dunstabzugshaube ist ja was allen, denke ich, aus der heimischen Küche über Jahrzehnte schon bekannt ist. Und die haben sich überlegt, wie können wir eine Haube weiterentwickeln, es besser gestalten? Und sind zu dem Entschluss gekommen, dass genau das deren Kerngeschäft zukünftig wird und haben oder verzichten in dem Fall auf den sogenannten Fettfilter. Fettfilter kennen wir alle aus unseren Küchen, die setzen sich zu, die sind schmierig, die Hauben werden lauter über den Zeitablauf und die haben sich halt überlegt, wie machen wir es besser und das war tatsächlich der Verzicht eines Fettfilters und das mit Zentrifugalkraft zu lösen. Ich denke, auf die Technik gehen wir gleich detailliert nochmal mit ein. Kurze Zeit später ist halt in Hopsten, also naheliegend zu Rheine, ist in der Garage von einem der beiden Gründer tatsächlich die erste Bärbel entstanden. War natürlich ein Prozess und als dann die erste Haube quasi soweit fertig war, folgte halt die Patentanmeldung. Dann haben sie eine kleine Immobilie in Hopsten damals noch mit angemietet, aber da wurde es platzmäßig auch alles viel zu eng und dann kam halt später der Entschluss, der Umzug nach Rheine in dem Fall. Also wie viele erfolgreiche Unternehmen am Markt in der Garage gestartet. Daniel, lass uns mal so ein bisschen eine Zeitreise machen durch die Bärbel-Geschichte. So die letzten 20 Jahre hast du ja noch nicht mitentlebt, aber trotzdem kannst du uns ein bisschen was über die Meilensteine bei Bärbel sagen. Sehr gerne natürlich. Also einer der besonderen Meilensteine im ersten Step ist natürlich die Idee zu haben und den Mut mit seiner Idee auch ein Unternehmen zu gründen. Und 2002 folgte schon einer mit der wichtigsten Punkte und das ist die Patentanmeldung der Zentrifugalabscheidung. Hätten wir uns damals das Ganze nicht patentieren lassen, bin ich mir relativ sicher, dass es wenig andere Produkte als die Bärbel in der Abscheidungstechnik in Privathaushalten heute auch noch geben würde. 2004 auch ein wichtiger Punkt, der Umzug von Hopsten nach Rheine. Wären wir nicht nach Rheine gezogen, hätten wir nie in dem Ausmaß wie jetzt auch expandieren können. Und 2009 ein weiterer wichtiger Punkt, der Peter Almer hat die Geschäftsführung übernommen. Und die Besonderheit beim Peter Almer ist, er ist Maschinenbauingenieur. Und diese Affinität, diese Leidenschaft zum Maschinenbau, die hat das Unternehmen natürlich sehr geprägt. 2012 hatten wir den Zusammenschluss mit der Schweizer Vesco AG, also unsere Muttergesellschaft. Wir gehören mit zur Vesco-Gruppe. Und 2014 haben wir ein Unternehmen gekauft, die Firma Hohmeier. Mit der Firma Hohmeier haben wir uns auf Muldenlüftungssysteme im ersten Step konzentriert. Und 2015 gab es ein Upgrade der bekannten Bärbel Skyline, unserer Deckenlifthaube. Die Skyline, dort ist die Besonderheit, dass ich sie in der Höhe elektromotorisch verfahren kann. Es ist ein absolutes Design-Highlight und passt sich ergonomisch jedem Anwender an. Also wenn jetzt jemand etwas kleiner ist und ist am Kochen, dann kann er sich die weiter runterfahren. Ist jemand etwas größer, kann man sie einfach höher im Raum stehen lassen. Und das ist einfach ein Riesenvorteil. Es stößt sich keiner mehr den Kopf und man kann freie Sicht in seinem Wohnraum genießen. 2007 und 2021, zwei Meilensteine, die ich mal zusammenfasse, ist die Einführung der Bärbel-Muldenlüfter in dem Fall und 2021 der Ausbau des Programms. Ebenfalls ein ganz wichtiger Meilenstein, 2019 und 2020 zusammengefasst, haben Karl von Bodelschwing und Andreas Wolfsholz die Geschäftsführung übernommen und gerade in der Größenordnung, wo wir uns befinden, sind wir an einem Punkt, wo man aus einem kleinen Unternehmen wirklich auch von der Struktur, von allen Prozessen natürlich ein mittelständisches Unternehmen aufbauen muss. Und genau da liegt die Stärke auch bei beiden neuen Geschäftsführern und eine super Zusammenarbeit in letzter Zeit.
Das freut mich. Ich muss jetzt trotzdem noch mal einmal nachfragen. Du hast gesagt, oder wir wissen, 2004 bist du nach Rheine, oder seid ihr nach Rheine gekommen. Das war für euch ein Punkt, wo du sagtest, ach Mensch, in Rheine konnten wir auch größer werden. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen. 2012 würde mich noch mal interessieren, was hat sich verändert, wenn der Eigentümer plötzlich ein anderer ist? Hat das für euch Nachwirkungen gehabt in der Struktur? Vielleicht kannst du mir da noch was zu sagen. Also es hat sich im Wesentlichen nicht sehr viel geändert. Das Schöne ist bei dem Zusammenschluss, den wir mit der Wesco haben, es ist ein familiengeführtes Unternehmen und das spielt sich natürlich durch die gesamte Kette wieder mit runter. Also es ist keine AG, wie man es aus amerikanischen Filmen kennt, oh, ein Unternehmen wird gekauft und dann so heuschreckenmäßig abgegrast, genau im Gegenteil. Und wir haben einfach diesen Charakter eines familiengeführten Unternehmens nach wie vor bei uns bei Bärbel. Und 2004 konntet ihr wachsen in Rheine? Ihr hattet genug Fläche, habt auch, glaube ich, noch genug Fläche, um noch ein bisschen weiter expandieren zu können. Ja, genau. Also 2004 sind wir erstmal in den hintersten Teil des Gebäudekomplexes eingezogen. Vorher saß die Firma Xen noch auch mit bei uns an der Sandkampfstraße 100. Und der Zusammenschluss kam damals dadurch, dass der Herr Wübker als Investor, also Herr Wübker von Oasepumpen, dem auch Xen gehört, als Investor bei Bärbel mit eingestiegen ist. Okay. Dadurch sind wir nach Rheine hinten gezogen und haben dann nach und nach den Gesamtcampus an der Sandkampfstraße quasi erobert. Aber auch da wurde es irgendwann zu eng für uns, kann man nicht anders sagen. Wir haben dann 2016 den ersten neuen Hallenkomplex hinten angeschlossen und stehen jetzt auch vor der weiteren Erweiterung am Standort Rheine. Ja, da sprechen wir gleich. In unserem dritten Themenblock würde ich gerne mit dir darüber sprechen, zu eurem Bekenntnis zum Standort Rheine. Hilf mir mal auf die Sprünge. Du hast gesagt, boah, ihr seid auf dem Weg zum mittelständischen Unternehmen. Wo steht ihr jetzt genau? Wie viele Mitarbeiter habt ihr und wo befinden sich eigentlich eure Märkte? Also bei den Mitarbeitern bin ich nach wie vor absolut begeistert. Als ich 2014 bei Bärbel anfing, waren wir grob 80 Mitarbeiter. Mittlerweile haben wir 260 Angestellte hier bei Bärbel fest in Lohn und Brot. Und unsere Märkte sind ganz klar, oder unser Hauptmarkt ist zu 90%, knapp 90% ganz klar der deutsche Markt. Da weiter fokussiert im Export ist das stärkste Exportland die Schweiz, Österreich, Niederlande. Oder Niederlande zusammengefasst, die Benelux-Länder. Des Weiteren sind wir in Belgien, Luxemburg, Dänemark, Tschechien, Italien und Frankreich noch vertreten. Okay, also das ist ein ordentlicher europäischer Markt. Genau, aber der Hauptteil, wie gesagt, im Inland, ganz klar fokussiert, ist Schweiz, Österreich und Benelux-Länder. Sag mal, Daniel, das hat mich so ein bisschen gewundert. Ihr habt eine eigene Akademie und da bist du sozusagen der Chef der Akademie. Es ist ja sehr außergewöhnlich, dass sich ein Unternehmen eine Akademie leistet. Was ist es? Bildet ihr da eure Mitarbeiter fort oder sind es eure Zulieferer, die ihr fortbildet? Was muss ich mir unter der Bärbel Akademie vorstellen? Also im Wesentlichen, die Funktion der Akademie ist so ein bisschen eine Mischung aus Vertrieb und Marketing. Also wir machen zum größten Teil vertriebsorientierte Schulungen. Kurz und knapp ausgedrückt, wir schulen den Fachhandel. Mhm. Ist natürlich wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel ins Küchenstudio gehst und lässt dich beraten und möchtest eine neue Küche haben, dass derjenige vor Ort auch weiß, wovon er spricht zum Beispiel. Mhm. Und da bilden wir bei uns, ne? Genau, wir bilden bei uns den deutschen Fachhandel tatsächlich, aber mittlerweile auch niederländisch und den österreichischen Fachhandel und so weiter, bilden wir bei uns in Rheine aus. Das sind zweitägige Seminare mit Übernachtung, wo es zum einen rund um das Thema Luft geht und natürlich um das Thema Bärbel. Ja. Das ist so das Wesentliche, was wir mit dem Fachhandel machen. Wir haben auch noch einen Truck. Mit dem Bärbel Truck können wir live vor Ort beim Händler schulen. Mhm. Also die Akademie kommt zum Küchenstudio nach Hause. Mhm. Wir haben in Leichingen, das ist in der Nähe von Stuttgart, ein weiteres Schulungszentrum, was durch die Akademie und den Außendienst betreut wird. Wir bauen gerade hier in Rheine beim TAT ein Greenscreen-Studio. Die Digitalisierung hat uns ja alle mit Ach und Krach erreicht und der Bedarf einfach an Webinaren oder auch Online-Schulungen ist sehr, sehr groß. Und da werden wir zukünftig quasi live aus Rheine Webinare in dem Fall mit anbieten. Die Akademie darf auf unseren Messen, da haben wir wirklich einen eigenen Akademiebereich, immer die Messe-Neuheiten in Kurzvorträgen präsentieren. Wir sind parallel auf Presseveranstaltungen unterstützend mit dem Marketing unterwegs. Oder bilden auch eigene Mitarbeiter aus. Hauptsächlich im Produktbereich ist natürlich ein großes Thema bei uns auf allen Ebenen. Und die Akademie gehört auch als fester Bestandteil zu jeder Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters.
Also wenn ich das nochmal so richtig zusammenfasse, ist es euch total wichtig, dass alle das Richtige über die Bärbel-Abzugstaube sagen. Und auf der anderen Seite ist das der Vertrieb natürlich, der ordentliche Vertrieb mit der Story, die dahinter steht, total wichtig. Onboarding, auch ein Riesenthema in der Akademie. Also das heißt, alles, was mit Bildung zu tun hat, läuft bei euch in der hauseigenen Akademie. Genau, der Großteil. Mhm. Nachhaltiges Wirtschaften, das war so ein Stückchen unser letzter Podcast. Der hat mich sehr bewegt, muss ich sagen, weil ich glaube, das ist der richtige Weg auch der Zukunft, dass wir hier die Unternehmen mitnehmen müssen. Wir haben es in der Anmoderation gesagt, ihr produziert eure Hauben tatsächlich hier in Rheine und ihr bezieht eure ganzen Produkte, die ihr für die Bärbel-Abzugshaube braucht, vor allem maximal aus dem europäischen Ausland. Warum ist euch das so wichtig? Also Qualität bei Bärbel ist unser höchstes Gut. Und wir haben selber an allen Bereichen an uns den Premium-Anspruch. Wir sind Premium-Hersteller und da gehört neben den Produkten auch ein Premium-Vertrieb, ein Premium-Kundendienst und ein Premium-Service-Gedanke im Allgemeinen natürlich dazu. Und vor allen Dingen aber auch das Premium-Produkt. Und wenn ich zum Beispiel zu Hause in der Küche das Ganze vergleiche, ein gutes Rezept kann nur durch gute Produkte auch zu dem werden, was es nachher ist. Ein köstliches Gericht. Und genauso handhaben wir das auch. Hat es denn für euch auch Nachhaltigkeitsaspekte? Ich meine, es ist ja was anderes, wenn man selbst in Rheine die Abzugshaube produziert. Also ich habe keine Transportkosten und so weiter. Und auch wenn ich nur aus dem europäischen Ausland meine Produkte beziehe, habe ich hier auch ein Logistikthema. Genau, Logistik, kurze Dienstwege, kurze Strecken ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber das Thema Nachhaltigkeit steckt vom Grunde her schon in jedem unserer einzelnen Produkte hin, weil wir keine Produkte fertigen, die einen Ablaufdatum haben. Gibt es ja im Elektrobereich, nach 3 Jahren geht der Fernseher auf einmal nicht mehr. Ja, also ist ja passiert. Allein dadurch, dass wir absolute Qualität von A bis Z in unseren Produkten verbauen, haben wir eine sehr hohe Langlebigkeit, was natürlich dann auch wieder ökologisch Sinn macht, weil ich das Produkt nicht so häufig tauschen muss, wenig Defekte natürlich hat und das steht ganz klar für Nachhaltigkeit. Oder im Umluftbetrieb ist es uns wichtig, dass man unsere Kohle nicht alle Viertel oder halbe Jahr tauschen muss, 2,5 bis 3 Jahre und nicht einen ganzen Filter, nur das Granulat zum Beispiel. Das sind alles Themen, die uns natürlich beschäftigen, wie wir nachhaltig wirtschaften, wie wir nachhaltig produzieren. Und wir haben ja als Unternehmensfarbe das schöne Bärbelgrün. Das regt uns natürlich da auch mit an, nachhaltig zu agieren. Also nicht nur grünes Logo, sondern auch in der Produktion und allem auch der grüne Gedanke, ressourcenschonend zu produzieren. Jetzt sind wir eigentlich schon mitten in der Dunstabzugshaubentechnologie. Ich habe immer noch einen Zungenbrecher drin, muss ich sagen. Jetzt bin ich mal ein bisschen dilettantisch und sage, Hauptsache, die Dunstabzugshaube zieht mir den miesen Geruch weg. Wahrscheinlich wirst du mir das jetzt um die Ohren schlagen und wirst sagen, also, hast du denn gar nichts gelernt, Bettina? Ich warte auf deinen Einsatz. Da gebe ich dir natürlich recht. Also ich denke, dass für 99% aller Konsumenten erstmal der Geruch ins Auge bzw. in die Nase sticht. Mhm. Aber nur um Gerüche abzuscheiden, brauche ich tatsächlich keinen Dunstabzug. Also ich kann ja lüften zum Beispiel. Wenn ich lüfte, dann zieht der Geruch nach draußen, ist auch weg. Das Kernthema eines Dunstabzugs ist natürlich auch Gerüche mit zu erfassen und die Gerüche zu binden, ob im Abluft- oder Umluftbetrieb. Das Kernthema und viel wichtigere Thema ist aber eigentlich die Fett- und Ölabscheidung. Weil ich kann nicht mein Fenster öffnen und sage, liebe Fette und Öle, krabbelt jetzt über die Fensterbank bis in den Biomüll hinein. Das machen die einfach nicht. Ja, meistens nicht, ne? Meistens nicht. Und das kennt man vielleicht auch noch aus alten Zeiten. Was hatte die Großmutter immer auf den Hängeschränken liegen? Oh Gott, ich weiß es nicht, ich muss passen. Zeitungspapier, Krepppapier haben viele auf den Hängeschränken liegen, damit man nicht einmal im Jahr mit so einem Spachtel auf die Leiter muss und dieses Fettölgemisch abkratzen muss. Okay. Und das ist, genau, das ist nämlich die Thematik, die in vielen Haushalten tatsächlich da ist. Oder viele Konsumenten, auch mit denen ich spreche, kommt immer die Aussage, ja, eine Haube, ich stelle die gar nicht mehr auf die höchsten Stufen, weil sie wird nur noch lauter, aber erfasst nicht mehr. Oder ich schneide mich, es tropft raus und vieles mehr. Und da ist dieses Grundthema dauerhaft hohe Fett- und Ölabscheidung. Und wenn man jetzt einen Fettfilter sieht, den die meisten Anwender ja auch vom Handling her kennen, so ein Fettfilter ist immer gleich aufgebaut. Man hat verschiedene Gewebematten, die übereinander liegen und im Inneren habe ich viele kleine Waben, an denen Fette und Öle haften bleiben. Was aber gleichzeitig schon der Knackpunkt ist. Nach spätestens 14 Tagen verharzen Fette und Öle und lassen diese kleinen Waben immer enger werden. Und dadurch wird eine Haube lauter und ineffizienter in der Fett- und Ölabscheidung. Klingt eklig, oder? Ja, tatsächlich. Und auch die Reinigung des Fettfilters. Also man müsste den tatsächlich alle 14 Tage einzeln liegend bei hoher Temperatur in den Geschirrspüler packen. Und da sind wir, glaube ich, ehrlich, das
machen, glaube ich, die wenigsten. Und das ist halt das Thema zusätzende Fettfilter. Und wenn die einmal verharrt sind, kriege ich sie nur äußerst schwer oder gar nicht wieder sauber. Und aus diesem Grund sagen wir bei Bärbel einfach, wir verzichten auf Fettfilter und nutzen die Kraft der Zentrifuge. Mhm. Ganz einfach erklärt, wenn du mit deinem Auto viel zu schnell durch die Kurve fährst, was passiert dann? Es trägt mich weg. Genau, du fliegst raus. Ja, und damit ist eigentlich bildlich das Bärbel-Prinzip super erklärt. Mhm. Und wir haben zwei Kurven hintereinander, wie eine S-Kurve, um auf Nummer sicher zu gehen. Und salopp gesagt, ja, wir schleudern Fette und Öle einfach heraus. Die landen an unserer Hauptprallkante. Und ich habe eine ganz einfache Reinigung. Aufklappen, auswischen, sauber. Mhm. Und dadurch eine dauerhaft effiziente Leistung der Haube. Und noch besser, die wird nicht lauter. Ob ich die in 20 Jahren anschalte oder am ersten Tag, Fett- und Ölabschaltung bleibt gleich und wie gesagt, der Geräuschpegel auch. Okay, jetzt muss ich mich nochmal eben konzentrieren. Du hast eben so einen ganz außergewöhnlichen Namen genannt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Eure neue Entdeckung oder eure neue Haube. Was habt ihr jetzt alles für Hauben? Also was habt ihr für Technologien und wie unterscheiden die sich alle? Also im Grunde her bieten wir für jede mögliche Küchenplanung das passende Produkt aus dem Hause Bärbel oder aus dem Hause Hohmeier. Mhm. Also egal, welche stilistische Planung gewählt wird, gibt es eine Antwort aus dem Hause Bärbel. Mhm. Wir haben neben unserem Design-Highlight und High-End-Produkt der Bärbel Skyline natürlich auch klassische Einbauhauben in verschiedensten Varianten bis hin zur preisgekrönten Kopffreihaube der Ergoline beispielhaft oder dem Trendsetter Muldenlüfter in verschiedensten Varianten. Also das gesamte Portfolio der Haube können Sie bei uns bekommen. Also jetzt lass mich das nochmal einmal zusammenfassen. Ihr seid ökologisch nachhaltig orientiert. Ihr habt eine total coole Technologie und ihr seid auch, also die Bärbel-Abzugshauben sind auch noch richtig schick. Also jetzt habe ich gelernt, ihr habt eine Akademie. Muss ich mir das auch so vorstellen, dass ihr ein riesengroßes Designstudio habt und da wird das Design von euren Abzugshauben kreiert und entwickelt und gemeinsam mit euch auch technologisch? Also genau, also ich muss ein bisschen mit einem Jein antworten. Die Akademie ist eine komplette Inhouse-Abteilung. Im Thema Design arbeiten wir exklusiv mit dem renommierten Produktdesigner Stefan Ambrosius und seinem Team aus Köln zusammen. Aber man muss ganz klar sagen, durch die langjährige und intensive Zusammenarbeit ist es ein fester Bestandteil der Bärbel-Familie auch. Du hast ja eben in den Meilensteinen auch gesagt, dass ihr häufig auch schon prämiert worden seid. Also ihr habt auch unter anderem, ich weiß gar nicht in welchen Jahren, immer den Red Dot Preis bekommen. Das ist ja der Designpreis sozusagen. Ihr spielt da in der Liga mit Alessi und so weiter. Nimm uns noch mal ein bisschen mit. Diese Preise habt ihr mehrfach bekommen, damit wir es richtig einsortieren können. Was bedeutet das auch wirklich für euch? Also das ist für uns natürlich jedes Mal ein absolutes Highlight. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Designpreise von kleineren Jurys und in verschiedensten Kategorien. Aber der Red Dot ist wirklich der Designpreis, den man bekommen kann. Mhm. Hier wird vor allen Dingen herausragendes Design und Designkonzepte werden dort prämiert. Es gibt übrigens auch ein Red Dot Museum, gar nicht weit von hier in Essen. Eins von drei Museen weltweit. Mhm. Und weltweit ist auch beim Red Dot das Thema. Es ist ein weltweiter Design Award. Und vielleicht mal um ein paar Namen zu nennen, mit denen wir da zusammen bei den Prämierungen auf der Bühne stehen dürfen. Firmen wie Bang & Olufsen, Koinor im Sofa, im Couchbereich sehr bekannt. Apple brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Porsche Design oder Ferrari. Das sind Größen, die... Und Bärbel. Und Bärbel, genau. Ja. Und da sind wir halt sehr, sehr stolz drauf. Als kleiner Mittelständler aus Rheine mit diesen Design-Ikonen zusammen dann dort auch mitspielen zu können. Ja, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt einmal mal sehen wollt, wie diese Bärbel-Abzugshaube tatsächlich aussieht und Daniel, du hast, glaube ich, auch schon uns allen den Mund so ein bisschen wässrig gemacht, der sollte unbedingt mal reinschauen in diesen Film, den wir gemeinsam gemacht haben mit Kai Holland, auch bei meinem Standard der guten Arbeitgeber. Und da fliegt ja diese wunderbare, süße kleine Drohne mitten bei euch durch die Produktion und auch tausende von Abzugshauben kann man sehen und auch euer Experimentier-Kochküche, würde ich sagen, da dürfen wir auch mal durchfliegen. Mit Kai war ein absolutes Highlight der Dreh. Ich kenne Kai auch schon etwas länger durch meine Tätigkeit früher beim Musikmachen. Und es war einfach Wahnsinn, wie der quasi blind durch die Kamera schauend durch die Produktion geflogen ist. Schaut gerne mal rein, liebe Zuhörer. Ein ganz, ganz interessanter Film. Und vor allen Dingen, was man da sieht, ja, wir sind ein Hightech-Konzern. Wir sind
der Haubenhersteller in der Branche, in dem Bereich, aber bei uns stehen Menschen und keine Roboter im Fokus. Also bei Bärbel, jede Bärbelhaube wird durch liebevolle Handarbeit hier am Standort Rheine durch unsere Mitarbeiter gefertigt und das ist was, was man auch sehr, sehr schön aus dem Film auch sieht. Ja, finde ich auch. Ich mag ihn auch total gerne. Also schaut nochmal rein. Er ist bei euch bei YouTube, aber auch auf der Homepage und den kann man insgesamt auch super finden. Jetzt, Daniel, jetzt bin ich ja, ihr seid ja hippe und ein hippes Unternehmen sozusagen, so würde ich es euch mal bezeichnen, auch irgendwie so ein bisschen urban. Jetzt würde ich vermuten, ihr seid in Berlin, in Köln oder irgendwas, wo auch tolle Standorte, wo auch die Designszene auch ist, aber ihr kommt von Hopsten nach Rheine. Also jetzt habe ich verstanden, Fläche war da und so weiter, aber das muss ja auch einen Grund haben. Ja, natürlich. Ich muss ganz klar sagen, Silicon Valley war uns einfach zu weit. Nein, okay. Spaß beiseite. Rheine bietet natürlich durch ihre Anbindung zur A30 zum Beispiel geografisch einen sehr interessanten Standort. Und was mit dazu kam, Bärbel oder die Bärbel-DNA kommt durch ihre Mitarbeiter. Und ich kann ein Unternehmen nicht ganz einfach von Hopsten oder Rheine nach Köln, nach Berlin oder sonst wo verfrachten, weil das könnte ich mit einem Baum vielleicht machen und die Erde muss aber auch passen. Und wir brauchen halt die Erde bei uns im Unternehmen, also die Mitarbeiter, die Manpower, den Spirit, den jeder Einzelne einfach beisteuert in dem Fall. Und deswegen ist und bleibt Rheine und Umgebung hier festgesetzt für Bärbel. Das höre ich total gerne und ich sag's mal, eure Zuneigung zu Rheine, so formuliere ich das jetzt mal einfach, ist ja auch nach wie vor da euer Bekenntnis. Ihr wollt hier expandieren. Magst du mir nochmal so sagen, in welche Bereiche ihr auch investieren werdet? Klar, gerne. Also im ersten Schritt haben wir in der letzten Zeit sehr, sehr viel in Personal, aber auch in Prozessoptimierung in dem Fall investiert. Wie eben schon mal angesprochen, erster Teil 2016 schon beendet als Invest, auch hinten unsere Truck Area. Und der nächste Bereich wird jetzt auch wieder eine Produktionsfläche, Hallenkomplex, also ein moderner Produktionsbereich, den wir jetzt im nächsten Jahr dann auch neu anbauen. Produktion und Lager ist da das Thema. Und im nächsten Schritt werden dann auch die Verwaltungsbereiche auf jeden Fall erweitert. Momentan ist es so, dass wir auch in der Verwaltung an Engpässe geraten, was gerade die Arbeitsplätze angeht. Wir können uns da mit Homeoffice-Thematiken momentan noch gut behelfen, aber haben jetzt schon zum Beispiel gegenüberliegend das Wohnhaus angemietet, um da Büroflächen für Marketing, PM und Co. zu schaffen. Und das sind jetzt so die nächsten Steps. Wir brauchen auch wesentlich mehr Platz in der Verwaltung dann. Das steht auch mit drin. Jetzt muss man ja ehrlich sagen, wer bei euch mal so ein bisschen mal vorbeifahren möchte oder auch mal euer Gebäude auch auf der Homepage sich anschaut, euer Gebäude ist ja super schick, ne? Also es ist ja so schick wie auch das Abzugshaube, würde ich mal sagen. Werden die neuen Bereiche auch so schön? Habt ihr da auch so viel Wert auf Architektur gelegt? Also man muss natürlich etwas differenzieren bei den Bereichen, die wir jetzt anbauen oder ansetzen. Das sind natürlich hinten die Produktions- und Lagerbereiche. Ne? Ist eine normale Lagerhalle, wenn man so möchte. Aber alle Arbeitsplätze und Co. sind sehr modern und nach aktuellem Stand natürlich gefertigt. Und gerade wenn man Bärbel von vorne sieht, der futuristische Bereich ist ja vorne der Glasbau, wenn man das so nennen kann. Und die Neubauten, die auch da vorne in den Bereichen dann entstehen, werden natürlich auch so futuristisch gebaut, wie man es auch kennt. Ich denke sogar noch etwas schöner. Das macht mich neugierig. Sag mal, Daniel, ich glaube, wir haben eine Menge besprochen. Wir haben über die Bärbel gesprochen, über das Unternehmen Bärbel. Wir haben über die Bärbel Abzugshaube gesprochen. Wir haben über euer Bekenntnis gesprochen zum Standort Rheine. Jetzt wäre aus meiner Sicht auch für dich so ein bisschen die Zeit für deinen Werbeblock oder auch auf das, was du nochmal hinweisen möchtest. Ja, gerne. Da kann ich eigentlich nur sagen, liebe Zuhörer, lassen Sie sich in Ihrem Küchenstudio des Vertrauens von Bärbel begeistern. Und für alle hier aus der Region, die selber begeistern möchten und ein Teil der Bärbel-Familie werden möchten, wir sind ein junges, dynamisches Unternehmen mit viel Potenzial in der Zukunft. Schauen Sie auf bärbel.de bei uns im Karrierebereich und wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Ja, und alles steht auch nochmal zusammengefasst in den Shownotes. Ihr kennt das, schaut einfach rein und da sind die ganzen Homepages, aber auch die Social-Media-Kanäle. Da könnt ihr alles finden. Sag mal, ich weiß auch, ihr seid total aktiv, was auch immer Mitarbeitergewinnung betrifft. Bei euch auch eine neue Heimat. Ihr sucht einiges, oder? Vertue ich mich? Also mittlerweile haben wir, glaube ich, aktuell 10 oder 12 offene Stellen bei uns auf der Webseite auch. Ja. Und auch im nächsten Jahr, wir werden weiter wachsen und brauchen natürlich gute Leute bei uns bei Bärbel. Ja, in einem spannenden Unternehmen, kann ich nur so sagen.
Ja, danke, Daniel. Es ist, wie Zeit verfliegt hier immer so im Flug, muss ich sagen. Und ich sage dir und auch dem gesamten Hause Bärbel Ablufttechnik ganz, ganz herzliches Dankeschön für diese außergewöhnliche Bekenntnis auch zum Standort Rheine. Wir haben uns kennengelernt und haben auch eine innere Verbindung auch mittlerweile, auch zur Geschäftsführung. Und das ist total toll, weil ja für uns natürlich auch jedes Unternehmen eine Visitenkarte ist für den Standort Rheine. Und das macht uns sehr stolz. Also ich sage tausend Dank für euren Einsatz, für eure Zusammenarbeit mit uns, dass ihr gemeinsam mit uns da auch was nach vorne bringen wollt. Macht uns sehr, sehr stolz. Ich danke dir auch für diese wunderbare, kurzweilige Zeit. Hat mir super, super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir noch viele gemeinsame Projekte machen können. Ich freue mich schon drauf. Sag auch vielen Dank und bis nächste Mal vielleicht. Ja, bis nächste Mal. Ja, liebe Zuhörer, wir treffen uns dann wieder am 2. Dezember. Ihr kennt das, jeweils der erste Donnerstag im Monat. Das ist voraussichtlich erstmal unsere letzte Ausgabe. Wir haben uns aber was ganz Besonderes wieder einfallen lassen und ich würde mich super freuen, wenn ihr wieder reinhören würdet. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eine gute Zeit und wir beide sagen Tschüss. Ciao.